Es freut mich zum achten Mal bereits als Präsident der Jury den Werberger Innovationspreis dürfen zu verleihen. Warum ist das überhaupt wichtig oder sinnvoll, dass wir hier im Werderberg so einen Preis haben? Werderberg ist eine spannende Region mit extrem viel Innovation, mit Innovationskraft und Ausstrahlung. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie im Tourismus etwas zu tun habe, sondern weil ich die Hochschule hier leiten darf. Und wir sind echt froh, dass wir da sein können und so ein Umfeld haben. Darum wollen wir mit dem Innovationspreis eben begreifbar machen, was es da alles gibt in dem Arbeits-, Bildungs- und Wissensplatz. Begreifbar darum, danke Jürgen für den Transport, das ist das, was man begreifen kann, das ist das äußere Zeichen, aber es steckt hinter dem Preis natürlich noch mehr. Es ist zwar kein monetärer Preis, aber die ganze Publicity, die Kommunikation, die wir rund um den Preis bauen, die Sichtbarkeit, das ist der Wert, der hinter dem Preis steckt. Und das ist eigentlich auch der Sinn, warum wir den verleihen. Wir tun, um das zu erreichen, die Akteure, also unsere Unternehmungen oder Institutionen ins Zentrum stellen und von diesen Institutionen vor allem die Leute, die Menschen, die dahinter stecken. Nun, wie machen wir das? Wir sind eine völlig unabhängige Jury. Bei uns kann man sich nicht bewerben, man kann sich nicht anmelden, man kann sich auch nicht andienen. Wir schauen das ganze Jahr in unseren verschiedenen Netzwerken um, was passiert im Werderberg. Was gibt es denn für Firmen? Wer ist aufgefallen? Und auf die gehen wir zu. Wir machen Rankings das ganze Jahr durch, Punktbewertungen. Und das Wichtige ist, wenn man teilnehmen will an diesem Preis, dass man unter einem Jahr auffällt durch seine Innovationen und dass man die Innovationen auch an die Leute bringt im Sinn von Kommunikation. Dann, bin ich sicher, fallen sie der Jury auf. Nun, was verstehen wir als Definition unter Innovation? Es geht nicht einfach nur um eine geniale, tolle Idee. Einmal. Das ist schön. Dann ist es so. Daniel Düsentrieb. Nein, es geht darum, dass die Idee schon Erfolg gehabt hat. Dass sie also auf dem Markt, wenn es ein Produkt ist, Geld gebraucht hat, vom Kunden angenommen worden ist. Wenn es aber eine besondere Dienstleistung von der Spitex, von sonst etwas ist, dass es also von der Zielgruppe die Leistungen bereits akzeptiert und angenommen worden sind. Dann ist es für die Jury eine echte Innovation. Innovation heisst für uns aber auch nicht immer nur etwas Neues, etwas Erstmaliges, sondern viele Innovationen entstehen durch Ausdauer, durch einen langen Schnuff, wie man so sagt. Immer wieder am Produkt arbeiten, immer wieder neu. Und in dem Sinn sind eben viele von unseren Preisträgern, und wir haben 7 Preisträger hinter uns, sind eigentlich Wiederholungstäter. Die sind aufgefallen, indem sie immer wieder daran gearbeitet haben und dran geblieben sind und so ihren Erfolg haben begründen können. Für uns ist wichtig also, zusammengefasst, dass aus Wissen unter einer Idee oder einer Reihe von Ideen bereits Geld im einen Sinn oder nicht monetären Nutzen im anderen Sinn geworden ist. Unser Preisträger ist nicht im einen Fall auffällig geworden und nicht in der anderen Welt, also nicht physisch nur oder nur virtuell. Er ist in beiden Welten gleichzeitig auffällig geworden. Das ist das Besondere dieses Jahr. Das heisst, er zeichnet sich aus, dass er laufende Innovationen fast schon in einem fixen Prozess, in einem fixen Ablauf generiert, wobei in seinem Fall es eben schwierig ist. Er muss eine Innovation begründen, mal anfangen, die Idee setzen und oft über Jahre weiter pflegen, bis er in einem relativ späten Zeitpunkt kann entscheiden, das Ergebnis, toller Versuch, tschüss, geht nicht, und das andere Ergebnis, mal, aus dem könnte es ein Produkt werden und dann wird es ein Produkt. Also, er ist ein Paradebeispiel für jemanden, der einen langen Schnuff braucht. Das ist die physische Welt. Die virtuelle Welt, das Preisträgerunternehmen ist aufgefallen durch besondere Innovationen, einerseits in den Vertriebskanälen, kombiniert mit Logistiklösungen. Er ist auffällig geworden in einer für seine Branche ziemlich einzigartige Art von Beratungs- und Serviceangebot. Und das voll digital und das nicht erst seit gestern, sondern schon bis seit mehreren Jahren. Wir haben also eine Firma, die daheim ist, in der
realen Welt, wo ihre Produkte sind, aber genauso in der virtuellen Welt. Ich glaube, jetzt ist es langsam Zeit, Katz aus dem Sack zu lassen. Ich bin froh, dass ich mich nicht versprochen habe und den Namen schon genannt habe. Meine Damen und Herren, der Gewinner oder das Gewinnerunternehmen vom 8. Werdenberger Innovationspreis ist die Firma Lubera AG. Sie wird vertreten heute durch den Chef, Patron, durch den Herr Markus Kobelt. Doch bevor ich ihn auf die Bühne bitte, tun wir uns eben in einem rund 7-minütigen Film mal ganz genau anschauen, warum die Jury ihn entsprechend ausgesucht hat. Darf ich die Regie bitten, den Film abzuspielen? So, herzlich willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Es ist Samstagnachmittag, Zeit wieder mal ein Video zu machen und zwar über die Diversität der Tomaten. Mein Name ist Markus Kobelt, ich bin Züchter und Gründer von Lubera und seit diesem Jahr Tomatenliebhaber. Ja, das ist eins von 2500 Videos und jeden Tag, jede Woche kommen neue dazu. Lubera, soweit das Auge reicht, hier am Standort Werdenberg. Und alles trägt die Handschrift von Markus Kobelt. Und er ist lustvoll, innovativ, engagiert, kommt zum Bremsen, wenn er von all seinen Ideen erzählt. Ein Unternehmer mit Herzblut. Der Kern von Lubera ist Innovation und bei uns in der Landwirtschaft oder im Gartenbau heisst das Züchtung. Züchtung von neuen Sorten, von Sorten, die es noch nicht gegeben hat, indem man A mit B kriegt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Relaufäpfel der neuen Generation. Wir haben vor 10 Jahren die erste Generation auf den Markt gebracht. Zum ersten Mal essbare Äpfel. Als wir angefangen haben, Relauf zu züchten, hatten sie etwa diese Grösse. Da waren sehr viele Wildäpfel drin. Und nach 3-4 Generationen waren sie dann in dieser Grösse. Und jetzt, 10 Jahre nachdem wir die ersten Relaufs auf den Markt gebracht haben, ist es uns auch gelungen, Qualität, Zucker, Säure, aber vor allem auch die Textur stark zu verbessern. So, vorne waren es sehr säuerliche Äpfel, die nur Leute gerne haben, die ganz saure Äpfel essen. Und jetzt sind sie ausgeglichener geworden. Und die Farbe ist trotzdem immer noch sehr intensiv oder teilweise sogar intensiver geworden. Und dann geniesst er das, was er gezüchtet hat. Ein 24-Stunden-Unternehmer, immer im Hirn und am Verbessern. Der Züchtervirus in unserer Firma ist, wie das Wort schon sagt, virulent. Ich bin im Züchten. Wir haben etwa 2 Mitarbeiter, die in der Züchtung arbeiten. Und vor ein paar Jahren hat unser Betriebsleiter Robert Meierhofer und mein Stellvertreter gesagt, ja, er fange jetzt auch ein bisschen an zu züchten. Er macht vor allem Blütensträucher. Bei uns im Vordergrund sind essbare Sachen. Trotzdem haben wir ein schönes kleines Blütensträucherprogramm entwickelt. Meine Frau züchtet neue kleinblütige Rosen. Und diese Sachen ergänzen dann unser Sortiment der exklusiven Pflanzen. Dass wir also nicht nur essbare Sachen, exklusive Sorten haben, sondern auch einige Blütensträucher, unter anderem die schöne Hibiskus hier. Da steht ein Feld von etwa 100 verschiedenen Selektionen von Hibiskus. Das sind die schönsten, die wir etwa aus 2000 Pflanzen ausgelesen haben. Und aus diesen 100 schönsten von den schönen gibt es dann vielleicht einmal 1-2 Sorten, die wir auf den Markt bringen können. Ihr habt vielleicht alle bei euch daheim einen schwarzen Johannisbeerstrauch. Und nach der Ernte im Sommer verliert er meistens Blätter, sieht nicht sehr schön aus, auch wenn er vorne gute Früchte gegeben hat. Was haben wir da versucht zu machen? Wir haben einerseits die Fruchtqualität vergrößert. Wir haben schwarze Johannisbeer bis 1,5 cm Größe mit sehr viel Zucker, wo man einzeln mit Genuss als frische Frucht essen kann. Das ist nichts von scharf, zuur, giftig fast schon. Man ist ja die Säure bei den alten schwarzen Johannisbeeren fast giftig. Und, also scharf. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben es Mehltau-resistent gemacht, damit die Pflanzen kein Mehltau mehr bekommen. Und das Dritte, wir haben versucht, Pflanzen attraktiver zu machen. Die Gärten werden kleiner, man hat weniger Platz. Also möchte man Sachen haben, die anders sind, die einen Zierwert haben. Und darum haben wir schwarze Johannisbeer gezüchtet mit rötlichen, roten Blättern. Das ist ein normales schwarzes Johannisbeerblatt. Und das ist das Blatt der neuen Sorte, wo dann in einem Jahr oder zwei auf den Markt kommt. Wir haben es vorne über die Kombination von Nutz- und Zierwerk gehabt. So ein schönes Beispiel sind auch die Erdbeeren. Wir haben in den letzten Jahren 2 Sachen gemacht. Wir haben versucht, Gartenerdbeeren zu verbessern, geschmacklich. Für das haben wir Walderdbeeren und Gartenerdbeeren miteinander gekreuzt. Und das haben wir mehr Parfüm, mehr Geschmack bekommen. Und die 2 züchterische Entwicklung, die wir jetzt machen, ist rote
und pinke und alle Schattierungen von weiß bis dunkelrot eigentlich in die Erdbeere zu züchten und gleichzeitig auch die Qualität der Früchte zu verbessern. Das ist eine der ersten Sorten, die nächstes Jahr 2019 auf den Markt kommt. Heisst jetzt noch T6. Hat also noch keinen Namen, kommt dann irgendwann in den nächsten Wochen mal einen Namen über. Und die ist vor allem auch geeignet für Hanging Baskets, für Ampeln, für Ampelbepflanzungen, für Kübel, wo nachher eine Pflanze mit diesen grossen Blütenstiel darüber aushängt und wo auch die Ausläufer von dieser Erdbeere sofort zum Fruchten anfangen. Nochmal etwas Gutes. Die Typen von Erdbeeren, wir sagen denen Double Pleasures, Doppelfreuden, weil sie eben Früchte und Blüten bringen, die blühen das ganze Jahr. Also den ganzen Sommer haben sie neue Blüten und auch Früchte. Was machen wir bei Lubera? Ich habe es vorne gezeigt, wir züchten neue Sorten mit Mehrwert für den Hausgarten vor allem. Dann, und dort fast alle Beerenobstsorten, fast alle Obstsorten, auch ein paar Zierkölz. Und dann produzieren wir die Pflanzen im Betrieb und dann verkaufen wir einen schönen grossen Teil, insgesamt über die Hälfte von diesen Pflanzen, direkt zum Konsument, also ohne Mittelsmann, ohne Händler dazwischen. Was mich beim Werdenberger Innovationspreis besonders gefreut hat und auch besonders freut, das ist, dass für einmal nicht Hightech ausgezeichnet worden ist, sondern, sagen wir es vielleicht, Lowtech. Auch in der Landwirtschaft, auch im Gartenbau findet Innovation statt. Bei uns zum Beispiel eben, dass man neue Sorten züchtet und die neuen Sorten nachher auch innovativ auf anderen Wegen zum Konsument bringt. Neue Sorten, das kann auch heissen, dass man neue Pflanzen findet für ein Klima, das sich verändert. Wir stehen hier in veredelten Zitruspflanzen. Wir sind dran, Zitruspflanzen zu selektionieren und zu suchen, nicht selber zu züchten. Das haben andere schon gemacht, die bis minus 12, teilweise bis minus 18 Grad winterhart sind, wo man nachher in unserem Klima kann kultivieren. Wenn sich die Welt verändert, unsere Gesellschaft verändert und auch die Umwelt verändert, müssen sich auch die Pflanzen verändern. Das ist unsere Aufgabe. Bei dem, was wir machen, haben wir viel mit Individualität, mit Diversität zu tun. Alles ist anders und verschieden. Da sehen wir eine Auswahl von Tomaten, die wir dieses Jahr bei uns anbauen, um zu testen. Heirloom-Tomaten aus den USA, verschiedene Sorten aus Europa. Wir haben da schon angefangen, selber ein bisschen zu züchten. Wir versuchen auch, den Fruchtgemüsemärkte ein bisschen zertestet, aber alles sind unterschiedliche Sorten, alles ist anders und unterschiedlich. Aber dazu gehört dann eben auch, dass man industrielle Methoden entwickelt, dass man zum Beispiel eine Methode entwickelt hat, wie man unsere Pflanzen zum Konsument bringt. Zehntausende, Hunderttausende von Pflanzen, da haben wir ein Verpackungssystem, wo man Pflanzen eben transportieren kann, wo es egal ist, was DPD, UPS oder so mit diesem Paket macht. Und Pflanzen kommen nachher perfekt beim Kunden in der Schweiz und sechs im hintersten Kaff im Tessin. Oder aber das England. Ah, da sehen wir, können auch vier Pflanzen gegeneinander zeigen. Die stehen auf dem Kopf, bewegen sich aber kein Jota, wenn es den DPD-Kollegen ein bisschen umeinander wirft. Also, industrielles Handeln gehört bei uns dazu, aber eben auch Individualität und Unterschiedlichkeit in der Bearbeitung, in der Züchtung von botanischen Sorten. Also ich denke, nach dem Film sind Sie mit uns, mit der Jury, auch der Überzeugung, dass dem Unternehmer, von dem Unternehmer und seinem Team natürlich, Innovation jeden Tag wirklich geklebt wird. Und darum bitte jetzt der Markus Kobelt zu mir auf die Bühne. Markus, ganz herzliche Gratulation. Super Leistung mit dem Betrieb und mach einfach weiter so. Wir brauchen das Unternehmen hier im Werdenberg. Bitte. Herzlichen Dank, Herr Professor Ritter, Rektor der NTB, für die wunderbare Einführung. Ja, Herr Kobelt, man spürt die Leidenschaft bei Ihnen. Die ist 7,24 da. Gut, die erste Liebe geht sozusagen durch den Magen. Oder? Darum tun wir ja vor allem essbare Pflanzen produzieren und züchten. Und ja, es braucht Leidenschaft. Anders kann man die Geschichte von dem, was man macht, nicht erzählen und auch nicht verkaufen. Also man spürt sie, man sieht sie am Film auch jetzt. Aber Sie haben ursprünglich Germanistik studiert, haben wollen Schriftsteller oder Journalist werden. Wie kommt man vom Germanistikstudium zum
Pflanzenzüchter oder Früchtezüchter, Obstzüchter? Mir hat schon in der Kante immer beides interessiert. Ich habe hier in Buchs bei meiner Tante auf dem Bauernhof einmal mein Geld verdient. Und gleichzeitig habe ich geschrieben und studiert. Und das ist mir dann, ich war ein bisschen zu München, gewesen, habe dort auch studiert. Und das war mir ein bisschen zu bodenlos gewesen. Zu wenig handfest, zu wenig dreckig. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal das andere und habe im Obstbau angefangen zu arbeiten. Dann ein Dach gemacht zu Wädenswil und da angefangen auf dem Bauernhof von meiner Tante Baumschule aufzubauen. Aber eigentlich mache ich wieder das Gleiche. Ich erzähle Geschichten, ich schreibe, ich filme. Also eigentlich sind die beiden Sachen zusammengewachsen. Eben, Sie machen ja im Jahr 200 YouTube-Videos, wo 10'000-fach angeklickt werden. Wie muss man sich das vorstellen? Und wie geht nachher der Versand? Wie läuft das, die Kette? Wieso machen Sie das? Gut, ich habe in diesen 25 Jahren, wir haben meine Firma, die hat damals noch Reibaumschule geheissen, das ist heute unsere Produktionsfirma, habe ich 1993, also genau vor 25 Jahren, gegründet. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass es gut ist, wenn man nach beim Kunden ist, wenn man selber den Zugang zum Kunden hat. Und das hat man etwa mal, viel könnte das da sicher unterstützen, schmerzhaft gelernt. Und wo das Internet gekommen ist, habe ich einfach das Gefühl gehabt, man muss, das ist ein Geschenk. Wir haben direkten Kontakt mit dem Kunden und das müssen wir nutzen. Sie machen Videos, Sie geben Tipps. Wie reagieren Kunden darauf? Wie muss man sie bestellen, jetzt dann nachher, gerade wenn sie ein Video von Ihnen angeklickt haben? Es funktioniert ein bisschen komplizierter. Also wir haben pro Tag jetzt etwa 10'000 Videos, die angeschaut werden. In der Saison sind es etwa 20'000. Es wächst stark. Wir tun auch immer neue Inhalt, Content heisst das neudeutsch, produzieren. Und fast jeder, der bei uns kauft, hat schon Videos gesehen. Aber er geht in der Regel nicht direkt vom Video zum Kauf, sondern es gehört zu seiner Kundengeschichte und es gehört zu uns. Und es ist eben schon so, dass man Storytelling machen kann im Internet. Vielleicht ist das bei Uhren schwieriger, aber bei Pflanzen können wir das. Und das ist dann eben auch skalierbar. Ich muss meine Geschichte nicht nur dem einzelnen Kunden in meinem Laden erzählen, sondern ich kann es 10'000 Leuten erzählen. Unglaublich, also die neuen Technologien genutzt, umgesetzt. Was haben Sie jetzt noch für weitere Ziele? Was wollen Sie noch kreuzen? Was sind die nächsten Pläne? Also das Erste ist, es braucht langen Atem, das hat Lothar Ritter ganz richtig gesagt. Die meisten, ich könnte jetzt aufhören, neue Kreuzungen zu machen, wir hätten genug Material für die nächsten 10, 20 Jahre. Viele Geschichten, die wir anfangen, gehen 15 bis 20 Jahre, bis wir wissen, ob es ein Resultat gibt oder nicht. Das ist auch schön, sehr langfristig. Das heisst, wir haben eine Pipeline und da kommen immer Sachen oben runter, ob mal verschwindet es wieder oder es funktioniert nicht. Und am Schluss können wir dann entscheiden, ob das Produkt daraus wird. Was sind Ziele? Es ist sicher, ist ein bisschen unser Trick auch gegenüber anderen Züchtern und Züchtungsunternehmen, dass wir uns konzentrieren, zuerst einmal auf den Garten. Oder? Wenn Sie im Garten sind, möchten Sie etwas haben, das resistenter ist, das einfacher ist, das besser schmeckt. Und wenn vielleicht noch Zierwerte dazu kommt, umso besser. Und wenn es anders ist als das, was der Nachbar hat, noch mal besser. Und das ist zuerst einmal unser Ziel. Wenn es dann vielleicht auch mal in die Landwirtschaft geht, umso besser. Und da haben wir noch ganz viele Ideen. Vor allem ist es mir wichtig, dass man Diversität vergrößert. Also ganz neue Arten. Wir züchten zum Beispiel Eliagnus, Ölweide, wunderbare Beeren, die man direkt essen kann, niemand kennt es. Oder eben die Idee, winterhärte Zitrus auf den Markt zu bringen. Die gibt es versteckt, aber die sind nicht bekannt. Und die zu testen, weil nochmal, wenn sich unsere Welt verändert, die Gesellschaft verändert, das Klima verändert, braucht es auch andere Pflanzen. Und das ist unser Ziel. Wunderbar. Wir gratulieren ganz herzlich zu dem Preis, zu Ihrer Energie, zu den Visionen, die Sie haben, zu Ihrer Innovation. Herzliche Gratulation und weiterhin so viele Ideen. Markus Kobelt, alles Gute. Danke vielmals.